Hallo Leute, willkommen bei der 100 Baby Super Sim Challenge Wissenschaft. Dies ist Teil 85 und wir haben mal wieder mitten in der Nacht. Und hier hat einer Probleme. Hunger. Mitten in der Nacht. Ja, gut, warum nicht den Nachthunger stillen? Er muss ja glücklicherweise nicht in die Schule. Und die anderen, mal gucken. Ja, sie wird auch bald Hunger kriegen. Ist aber relativ ausgeschlafen schon. Und sie ist fast ganz ausgeschlafen. Und sie ganz, ganz ausgeschlafen. Ja, vielleicht sollte ich sie schon mal aufwecken, damit sie essen und duschen kann. Du könntest vielleicht erst mal duschen, solange hier noch alles ruhig ist. Oh, ich höre ein Baby schreien. Und dann nimmst du dir hier was zu essen. Und Jenny geht schon freiwillig zu den Babys, das finde ich ja mal gut. Riechst du's? Es stinkt. Was könnte das wohl bedeuten? Dein süßes Baby stinkt, ja? Hm? Windel wechseln. Na, sie kapiert's nicht so recht. Windel wechseln ist angesagt. Und hier ist der kleine Stinker. Da hat schon so grün aufgeblitzt. Ne, ist aber nix. Gut, dann kümmere dich mal hier um diesen kleinen Bub. So, und dann kannst du eine Runde angurren. Und Hiro und Toshi. Ja, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Aber es sind ja eigentlich einfache Namen. Na, jetzt ist das Babylein wieder zufrieden. Ja, und ihr fragt euch bestimmt, was wird aus Jenny, wenn das neue Pack kommt? Das ist hier jetzt nicht mehr allzu fern. Tja, da muss ich euch leider enttäuschen. Ich werde mir dieses Pack wohl nicht gleich am Anfang kaufen. Das ist eine ganz große Ausnahme, sonst habe ich mir einfach jedes Pack gekauft, ob ich darauf Bock hatte oder nicht. Aber irgendwie habe ich mich bei diesem Pack gefragt, ist mir dieses Pack wirklich 40 Euro wert, spontan? Und die Antwort lautete erstmal nein. Ich habe länger drüber nachgedacht, auch danach lautete die Antwort erstmal nein. Ich denke, ich werde wohl erstmal abwarten. Das gibt's ja vermutlich dann auch demnächst billiger. Dann werde ich es mir wohl kaufen. Also es ist nicht so, dass ich das auf gar keinen Fall haben will. Aber momentan ist es mir gerade keine 40 Euro wert. Wenn ich dran denke, dass ich ganze Spiele für 20 Euro kaufen kann. Gut, die sind kein Sims, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und trotzdem wollte ich mit Jenny irgendwie was Neues, Besonderes machen und nicht nur hier den kleinen Hiro liebkosen und schaukeln, was wir natürlich trotzdem gründlich machen. Und da dachte ich mir, wenn das neue Pack rauskommt, dann ziehe ich mit Jenny und ihren Kindern nach Sulani. Da wollten wir sowieso schon länger mal hin. Und ich hatte irgendwie auch schon alles vorbereitet, dass Jenny da alleine hinzieht, als ich noch nicht wusste, dass ich eine zweite 100-Baby-Challenge mache. Aber dann kam, glaube ich, das Hexenpack. Ja, ich glaube, das war das Hexenpack. Und dann habe ich sie in die Hexenwelt ziehen lassen. Ja, und Jenny will schon so lange nach Sulani ziehen. Und dort kann sie sich dann natürlich auch um die Umwelt kümmern. Müll wegsammeln, nur in einer schönen, sonnigen Umgebung mit Strand. Ja, und allem, was man sich so wünscht. Da muss ich jetzt nur noch ein Haus bauen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Das wird vielleicht erstmal ein schlichtes, einfaches Haus, das wir dann so nach und nach während des Spiels ausbauen. Denn ich denke mal, gerade in so einer Tropenwelt, da muss es nicht gleich ein perfektes Haus sein. Ja, und was es wird mit diesem Haus, in dem wir ja erst kürzeste Zeit wohnen?
Das habe ich ja sowieso so angedacht, dass ich das später mal als Laden kaufe. Und dann kann man hier trotzdem wohnen mit der ganzen Familie, wenn man gerade mit dem Laden beschäftigt ist. Und dann hat die Familie von Jenny praktisch zwei Häuser. Ein Haus in den Tropen und ein Haus. Oh ja, jetzt erst fängt die Schule an. Ich habe mich nicht ausreichend um die Kinder gekümmert. Ja, könnt ihr euch denn nicht mal selber um euch kümmern? Gut. Wer duscht hier gerade? Keiner? Oh, wow. Na gut. Die eine Dame wird stinkend aus der Schule kommen. So. Aber die anderen sind relativ präpariert. Ist in Ordnung. Gut. Ich meine, immerhin sind sie alle aufgestanden und haben was gegessen, ohne dass ich mich drum kümmern musste. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ja, und die Wissenschaftskarriere würde ich eigentlich auch ganz gerne weitermachen. Ob eine, wie heißt das, ökologische Karriere nötig ist, um Sulani richtig zu genießen, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Im Zweifelsfall könnte ja sie, hier die kleine Erika, die ist dann ja bestimmt auch bald mal groß und die könnte ja Ökologin werden und dann vor Ort arbeiten und dann kann man im Wechsel mit Jenny zur Wissenschaftskarriere gehen und mit Erika vor Ort bleiben und sich um die Öko-Karriere kümmern. Und um Kinder müssen sie sich ja dann auch kümmern. Es gibt also immer viel zu tun. So. Und jetzt gucken wir mal, was es jetzt zu tun gibt. Oh, Jenny muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Jungs, könnt ihr euch hier mal um Garten und so kümmern? Nun, da ist schon wieder Unkraut. Das sollte Jenny eigentlich machen. Ihr erntet mal alles um, verkauft die Geldfrüchte von beiden Bäumen. Und Jenny, mach du hier mal schnell Unkraut. Ach, mach einfach Gartenpflegen. Du kannst das sowieso so schön schnell. Und warte mal, er geht jetzt zum Gärtnern. Und Miko soll hier gärtnern. Da machen wir jetzt schöne Arbeitsteilung. Ernte mal alles. Das wird weiterentwickeln und dann mal gucken, ob man hier was gießen kann oder muss. Nee, anscheinend nicht. So. Nö. Ja, und ihr müsst euch dann auch um die Babys kümmern. Oh, ein Telefonanruf. Abgespickt. Erika hat gespickt. Tja, was kann man da wohl sagen? Ich bin sicher, dass das ein Irrtum war. Das bin ich natürlich nicht. Ich hoffe, dass es ein Irrtum war. Okay, und mit Jenny gehen wir jetzt gleich zur Arbeit. Ich hoffe, dass die mitmachen, dass die Alien-Jungs sich gut um die Babys kümmern. Aber sie haben jetzt ja einiges an Erfahrung. Und dann möchte ich auch gerne die Teenie-Mädels so weit bringen, möglichst bald. Aha. Eine Frage der Moral. Eines Tages stehst du vor der Entscheidung, ob du ein wohlwollender Wissenschaftler sein oder dein Wissen für das Böse einsetzen möchtest. Gut oder böse? Wirst du deine Kollegen unterstützen oder ihnen Fallen stellen? Ich will ein wohlwollender Wissenschaftler sein. Was war das jetzt? Bist du Janet Offerman? Gut. Dann stoppen wir gleich mal. Nach ihrem Tag fragen. Nee, das ist jetzt nicht das Richtige. Wo ist denn freundlich? Da ist freundlich. Nach ihrem Tag fragen. So.
je mehr Jenny kann, desto mehr Optionen kriegen wir und desto verwirrter werde ich. Nachtrag fragen. Da. Vorgeben, einen Kollegen zu feuern? Nee. Einen Kollegen mit Gedankenkontrolle sitzen lassen. Und das dreimal. Ich guck mal, wie weit wir hier mit dieser Option kommen. Und wir damit durch den Tag kommen. Oh, Nase. Oh, smash. Fleuma Scharnu. Oh, Joyem. Wissenschaftliche Abhandlung am Computer schreiben. Okay, das müsste Jenny hinkriegen. Wo ist der nächste Computer? Der mit dem schicken, orangenen Stuhl. Schreiben. Das ist nicht das Richtige. Das hier wird auch immer mehr. Karriere, wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Jawohl. So, wo steckt sie denn? Ach so, sie plaudert noch. Du, leider hast du keine Zeit länger zu plaudern, Jenny. So, kann man hier jetzt sagen, kümmere dich um die Babys? Nein. Ein Anruf. Hallo, Jenny. Ich wollte dich anrufen, um dir zu sagen, dass Deandra Jones verschieden ist. Ich dachte, du möchtest das vielleicht wissen. Ja, das möchten wir wissen. Deandra Jones war, glaube ich, eine der Väterinnen. Also eine Frau, die ein Kind gezeugt hat. Und dann sind wenigstens die Kinder nicht alle traurig, sondern nur Jenny. Dann lasse ich sie mal so einen Trank trinken. Wir haben da ja ein paar in der Tasche. So. Ein tiefgründiges Gespräch. Siehst du, jetzt kannst du mit der Janet Offerman plaudern. Jetzt müssen wir sie nur wiederfinden. Eben war sie noch da. Das ist Ben Offerman. Oi, was da hier für Kristalle wachsen und so. Irgendwie habe ich Tomaten auf den Augen, aber vielleicht ist sie hier oben irgendwo. Und wir wollen die anderen Optionen eigentlich nicht machen. Also ich will die nicht machen. So, gucken wir hier mal im großen Überblick. Vielleicht rennt die draußen rum. Nee, da sehe ich jetzt niemanden. Wie das hier wabert, da sieht man so richtig so das Hitze wabern. Oh, was hier wohl ist. Das hat bestimmt mit Aliens zu tun. Und hier ist es ein großer Alien-Krater. Und da werden, auch hier aus kleinen Alien-Kratern, werden heiße Wasser ausgepumpt. Mysteriös. Oh, hier geht's ja sogar weiter. Wer ist das? Alex Wagner. Aha. So. Jetzt sollte ich sie mal finden. Ihr habt sie bestimmt schon gesehen und denkt euch, meine Güte, ist die blind. Janet Steffens ist eine andere. Na, da ist sie. Seht ihr? Habt ihr mir bestimmt gesagt. Hey, guck doch mal da, guck doch mal da. Also, eine tiefgründige Unterhaltung. Direkt um die Ecke. Aber auf die Weise haben wir mal das Gelände von oben betrachtet. Lizarack. Oh, Wavine.
Jawohl. 10 Minuten an Rakete arbeiten. Bau fortsetzen. Na, bisher kriegen wir ja immer wieder erträgliche neue Aufgaben. Was hat sie denn für Probleme? Ah, sie dürfte inzwischen stinken. Aha. Das war aber eine merkwürdige Stimme. So. Da gehe ich jetzt hier gleich mal auf das Stopp-Dings, denn die 10 Minuten sind ja schnell rum. Und dann kommt ja schon die nächste Aufgabe. Lumba, hey, jetzt die 10 Minuten sind wirklich kurz. In der Zeit brauchst du nicht rumbummeln. Okay, jetzt mache ich hier ein kleines Erinnerungsbild. Huch, das hat jetzt aber gezappelt. So, die fleißige Jenny. Okay. Das kannst du stoppen und ich hoffe, dass eine neue Aufgabe kommt. Nein. Was machen wir denn dann? Warum kommt keine neue Aufgabe? Ich denke mal, per Gedankenkontrolle sitzen lassen ist jetzt nicht so schlimm. Stoppe ich mal kurz. Schließlich läuft die Zeit. Ich guck mal, ob ich hier mit dem Dings schon sitzen lassen kann. Ich glaube nicht. Wo ist er denn? Da. Da muss ich ihn hier reinlegen. Und dann verbessern. Panik machen, schlafen. Das kann ich alles nicht. Weil das erst bei Level 9 geht. Sitzen kann er schon. Okay, gut. Dann muss ich da nichts ändern. Und der sitzt ja schon. Ich guck mal. So, Gedankenkontrolle. Sitzen. Ich meine, das ist jetzt nicht sehr übel. Ich mach das so ungern mit der Gedankenkontrolle. Ja, hier wäre auch einer gewesen, der hätte sogar gestanden. Naja. Na, was macht sie denn? Sie will wohl mal vorbeischauen. Okay, hier ist der nächste. Den kannst du auch gleich... Oh. Dem hast du dich noch gar nicht vorgestellt. Dann stellen wir uns dem erstmal vor. Ach, das ist der Ben Offermann. Oh, er ist betüdelt. Aber er scheint zufrieden zu sein. Oh, Fumonutsch. Ta-ta-ta. Oh. Ja, ja, und jetzt machen wir das Lustige sitzen lassen. Sitzen. Yeftime, Abasani. Chupin, Lunchichul. Baby, Flyman. Hoya, Shibidei. Oh, Bruna de Koi. Ja, und? Wie ist es dir ergangen? Oh, sie lacht böse. Ist wohl schon irgendwie böse. Ja, Gedankenkontrolle. Der muss jetzt offenbar aufs Klo. Und das Klo ist kaputt. Da machen wir die Sofortreparatur. Wir machen Ersetzen. So. Ah, da hat er sich hingesetzt. Okay. Jenny, jetzt gucken wir mal. Mach mal hier bei ihr auch sitzen lassen. Oh, Jenny hat eine neue Idee gekriegt.
Hat es in den Ohren gedröhnt? Oh, sie lacht wieder so böse. Jenny, du sollst nicht böse werden. Ein verdorbenes Serum mischen. Na gut, das kannst du ja mal machen. Serum? Warum kann sie das nicht? Okay, um ein verdorbenes Serum herstellen zu können, musst du zunächst dreimal ein normales Serum an deinem eigenen oder anderen Sims ausprobieren. Ah ja, Serum testen ist eine Interaktion der Kategorie freundlich. Dann gucken wir mal, ob wir Seren haben. Wir hatten ja dieses künstliche Essen. Rosenparfüm. Ja, dieses Rosenserum könnte man ja vielleicht mal an ihm ausprobieren. Ich guck mal, ob das irgendwie geht. Stopp. DNA-Probe. War da eben was mit? Die ganzen vielen Optionen. Nee, um Kristall bitten. Das, sowas ähnliches war da eben auch. Froststrahl wollen wir nicht machen. Vielleicht bei freundlich? Metall bitten. Serum testen. Hier. Rosenparfüm. Oh, wir haben nur dieses Rosenparfüm. Da müssen wir noch zwei andere Seren machen und testen und erst dann können wir ein verdorbenes Serum machen. Ihr hattet mir auch schon mal geschrieben, dass manchmal auch ein verdorbenes Serum gebraucht wird. Jenny? Plauder mal nicht so viel, mach das mal mit diesem Serum. So, wir müssen... Ah, die Kinder sind fertig. Aha, hier habe ich ein schickes Waschner, ja. Aha, und jetzt? Ist nicht viel passiert. Na gut, dann mach mal Serum synthetisieren. Machen wir Synthetiknahrung. Ich glaube, das ist was Unkompliziertes. Und während sie das macht, kümmern wir uns mal um die Kinder. Da kann man noch keine Fähigkeiten aufbauen. Hier auch nicht. Aber bei ihr. Ich glaube, sie ist sozial ziemlich gut dabei. Und sie? Tja. Na, dann kümmere dich wenigstens um dich. Und sie kümmert sich auch um sich. Huch! Und Jenny kriegt... Ja, die lassen wir einfach mal um sich kümmern. Jenny, was treibst du da? Du sollst hier reparieren. Ersetzen. Machen wir. Und dann soll sie Serum synthetisieren. Synthetiknahrung. So, er kümmert sich um sich. Sehr gut. Schade, dass das bei denen nicht geht. Na gut, vielleicht kommt das ja noch. Aber vielleicht haben sie einfach auch noch nicht genügend Fähigkeiten als Teenies. Ihr macht hier alle eure Computer kaputt. Na, wenigstens den einen repariere ich mal. So, den anderen lasse ich kaputt, in der Hoffnung, dass Jenny die Aufgabe kriegt, ihn zu reparieren, denn das kann sie sehr schön schnell. Und? Na, ob wir noch ein verdorbenes Serum hinkriegen heute? Ah, sehr gut. Das könntest du mal testen. Trinken? Ist Trinken das gleiche wie Testen? Ob sie es jetzt in ihr Inventar steckt? Ja. Dann gucken wir hier. Das hier ist ein Zaubertrank. Sieht ja irgendwie ähnlich aus. Da ist es. Trinken.
Na, wir gucken mal. So, jetzt gucken wir hier wieder. An deinem eigenen Sim, ja. Ich lasse jetzt noch mal... Was macht dieses denn? Oh, trinke dieses Serum, damit dein Sim von allen Krankheiten geheilt wird. Ja, dann mach mal Schlangenöl. Das ist eine gute Idee. Ich meine, gut, Jenny hat gerade keine Krankheit. Das muss ja gleich getestet werden. Aber nun gut. Ist das Ding schon wieder kaputt? Ersetzen. Und jetzt Schlangenöl. Na, bei dieser Synthese scheint irgendwas schrecklich schief gelaufen zu sein. Jenny sollte nächstes Mal vorsichtiger sein. Ja, würde ich dir auch vorschlagen, meine Liebe. So. So. Ja, ist es fertig? Fast ist es fertig. Okay, war es das? Nein, noch nicht. Jawohl, da noch ein Tröpfchen rein, genau. Oh, ja, sehr gut. Jetzt müsstest du das trinken können. So. Jawohl. Prima, jetzt bist du mehr als gesund. Oh. Ein normales Serum. Tja. Vielleicht habe ich da was falsch verstanden und trinken wäre gar nicht das Richtige gewesen. Sondern vielleicht gibt es hier eine Option Serum testen oder sowas. Mal gucken. Sieht man jetzt natürlich nicht. Tja, ich schätze, dass Jenny das nicht schaffen wird. Aber immerhin haben wir dann mit den Seren Erfahrungen gesammelt. Das lasse ich sie jetzt an jemand anders testen. Es ist ja dann auch nur Nahrung. Das dürfte ja niemandem schaden. Aber lauft nicht alle weg hier, ihr Leutchen. Ja. Jetzt lassen wir hier mal... freundlich vielleicht. So. Ach, sie hat es noch nicht eingesteckt. So, jetzt. Freundlich. Serum testen, Synthetiknahrung. Tja, dann habe ich wahrscheinlich zwei Seren verschwendet. Gibt's denn hier Serum testen jetzt? Nee, irgendwie nicht. Eigentlich wäre Trinken dann ja schon richtig gewesen. Oh, nee, proud blaffer. Und mach nochmal eine Synthetiknahrung. Kannst du nicht ran? Geht sie da gerade dran? Na, sowas aber auch. Dann müssen wir hier in das andere Labor gehen. Ist das dieses hier? Ja. So. Akira ruft an. Nee, wir haben gerade keine Zeit, mein Lieber. Jenny arbeitet. Wollen wir jetzt noch länger bleiben? Ach, nee, geht eh nicht. Weil ich vergessen habe, es zu verlängern. Naja.
Vielleicht lasse ich sie jetzt zu Hause erstmal Babys füttern und dann lasse ich sie nochmal so ein Serum ausprobieren, produzieren und an jemand testen. So. Also die werden jetzt gestillt, egal ob sie hungrig sind oder nicht. Und geknuddelt. So. Und dann gucken wir mal hier nach den größeren. Gut. Na, immerhin hat sie sich recht gut um ihre Bedürfnisse gekümmert. Oh, Vampirsage hat sie Level 6. Wow, sie kann Geburtstag feiern. Und sie hat Geige 4. Das reicht nicht ganz. Wir wollen ja Level 5 haben. Hat sie sich auch gut um sich gekümmert? Ja, mittelgut, ist in Ordnung. Ich lasse sie mal Geige spielen. Geh mal in euer Zimmer. Hierhin. Und dann übst du Geige. Üben. Bis sie den Level hat. Und dann können wir vielleicht in der nächsten Folge Geburtstag feiern. Und dann können die Alien-Jungs auch mal ausziehen. Denn ich denke, es wird Zeit, dass die mal ausziehen. Ja. Und ich mach mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.